Hey ihr Lieben, dieses Mal keine Harry Potter Fanfiction, sondern eine Geschichte geschrieben von Izzy, einer sehr guten Freundin von mir. Sie spielt in der Zeit um den Zweiten Weltkrieg und ich hoffe sehr, dass sie euch gefällt. Viel Spaß bei der Geschichte. Hart wie Leder. 1. Dezember. Liebes Tagebuch. So beginnt man doch, oder? Irgendwie seltsam, ein Buch anzusprechen. Aber egal. Avery sagte, so beginnt man. Also noch einmal. Liebes Tagebuch. Mein Name ist Michael. Ich habe dich geschenkt bekommen, damit ich mit jemandem reden kann. Nun gut, eher schreiben, aber egal. Ich möchte dich auch nicht mit meinem heutigen Tag langweilen. Kurz gesagt, ist nicht wirklich etwas passiert. Avery sagte, ich solle wieder versuchen, mich zu erinnern. Ich habe kein Problem mit meiner Erinnerung, wirklich nicht. Ich kann sie nur nicht aussprechen. Nicht einmal ihr gegenüber. Zwar vertraue ich ihr, aber meine Gedanken wandern immer zu jenem Augusttag zurück, an dem meine Kindheit endete. Ich erinnere mich wieder, wie ich morgens die Augen aufschlug. Meine Tasche war bereits gepackt und von unten hörte ich bereits meine Mutter summend das Frühstück vorbereiten. Am liebsten hätte ich mich direkt wieder umgedreht und weitergeschlafen. Doch dann hätte mein Vater mich sowieso bald geweckt und seltsamerweise war ich an diesem Tag hellwach. Meine Eltern waren ebenso verwundert wie ich selber. Aber vielleicht war es die Aufregung vor dem Neuen, die meine Müdigkeit vertrieb. Gut gelaunt nahm ich also meine Pause mit und spazierte in die Schule. Kurz gesagt, war ich nicht der beliebteste. Vor allem im letzten Jahr waren nicht nur noch mehr meine Klassenkameraden in die Höhe geschossen, sondern viele von ihnen hatten auch noch an Muskeln und Ausdauer zugelegt und begonnen, uns andere herumzuschubsen. Wie durch ein Wunder blieb ich meistens verschont, doch auch die anderen, die geärgert wurden, schienen mich nicht zu mögen. Schade eigentlich, doch bald würde ich es verstehen. Aber eines nach dem anderen. An jenem Tag saß ich aufgeregt wie nie im Klassenzimmer. Alle schienen mich anzusehen, auch wenn ich wusste, dass das Quatsch war. Niemand interessierte sich für mich. Herr Müller kam herein, und automatisch erhoben wir uns zum Gruß. Dann stellte er die alltägliche Frage, und meine Hand schoss in die Höhe. An diesem Tag war es nur meine, und jetzt sahen mich tatsächlich alle anderen an. Ich war unglaublich stolz, als der Lehrer meinen Namen in ein Kästchen an der Seitentafel schrieb. Ein Drittel von ihnen war noch frei. Ich gehörte nun auch zur Jugend. In der Pause bemerkte ich noch einen weiteren Unterschied. Viele, die von den anderen heruntergemacht wurden, deren Namen auch noch nicht in den Kästchen standen, wie mir später klar wurde, sahn traurig zu mir, während sie miteinander sprachen. Als wäre das noch nicht seltsam genug, kam Otto zu mir. Otto Müller war fast ein Jahr älter als ich und bekannt dafür, dass er zuschlagen konnte. Wenn ich mich richtig erinnerte, war er der erste unserer Klasse, der der Jugend beigetreten war. Er grinste mich an und mein Herz schlug schneller. Ich hatte oft genug gesehen, wie andere Bekanntschaften mit seiner Faust machen durften, und ich wollte wirklich nicht der Nächste sein. Allerdings schien das auch nicht seine Absicht zu sein, denn er bot mir nun an, mich vor der Jugend abzuholen und hinzubringen. Anscheinend war an diesem Tag irgendetwas Besonderes. Es hatte wohl auch etwas mit den Übernachtungssachen zu tun, die ich hatte packen sollen. Meine Eltern wussten also Bescheid. Ehrlich gesagt war ich jedoch einfach nur froh, keinen Ärger mit ihm zu haben. Ich hätte zu allem Ja und Amen gesagt, was er vorschlug. Aber so kam es, dass ich an diesem Tag, das allererste Mal seit langem, nicht alleine nach Hause ging. Den Großteil ging ich neben Otto her, der mit seinem Freund Fritz scherzte und immer wieder Judenwitzeres. Ich verstand damals viele noch nicht. Heute könnte ich kotzen, wenn ich nur daran denke. Ich wünschte, ich wäre der Jugend nie beigetreten, wobei ich wenig später sowieso keine Wahl mehr gehabt hätte. Jedenfalls fühlte ich mich damals gut. Ich verstand zwar nicht alles, aber ich hatte Begleitung, und ehrlich gesagt fühlte es sich gut an, dazuzugehören. Schließlich gingen wir mit den Übernachtungssachen los, und schon bald erreichten wir ein Haus. Ich glaube, ich hatte davor bereits davon gehört, dass es als Treffpunkt der Jugend diente. Doch damals bekam ich den Beweis, auch wenn wir alleine dort waren. Fritz gab mir meine Jugenduniform, und nachdem ich mich so schnell wie möglich umgezogen hatte, natürlich nicht, um ihren Blicken zu entkommen, ließen wir meine Zivilkleidung dort und gingen weiter. Offensichtlich waren wir in der Jugend nicht nach Klassen sortiert, denn ich sah viele Jungen dort zum ersten Mal. Sie saßen unter einem großen Baum, und als hätten sie nur auf uns gewartet, nahmen sie Haltung an und salutierten. Heute weiß ich natürlich, dass sie tatsächlich nur auf Otto gewartet hatten, doch damals war ich tief beeindruckt. Otto setzte sich an die Spitze und befahl den anderen, ihm zu folgen, und schon marschierten sie los. Ich konnte nur mit offenem Mund zusehen, wie sie in perfektem Gleichschritt an mir vorbeizogen. Mit einem Mal schienen sie keine Jugendlichen mehr zu sein, den Mädchen hinterher sahen und sich um Sammelbildchen stritten und über andere lustig machten. Sie waren so erwachsen, und ob man es glaubt oder nicht, das wollte ich auch. Fast wäre ich einfach stehen geblieben. Auch Fritz war verschwunden, also wäre es wohl keinem aufgefallen. Doch dann winkte mir ein Junge, er wäre mir in der Masse niemals aufgefallen, höchstens wegen seiner seidigen blonden Haare, deren Farbe im Radio so oft gelobt wurde. Doch er weckte mich aus der Trance. Schnell lief ich zu ihm, wobei das Marschtempo nicht gerade hilfreich war. Er verlor nicht gerade viele Worte, doch er erklärte mir, wie ich marschieren sollte. Und tatsächlich klappte es. Ich bekam schon bald leichtes Seitenstechen, doch ich wollte ihn auf gar keinen Fall enttäuschen. Auch wenn meine Beine kürzer waren als seine, hielt ich Schritt. Allmählich verschwand auch das unangenehme Stechen und ich sah mich ein wenig um. Doch sobald ich zu sehr abgelenkt war, verlor ich den Takt, und so konzentrierte ich mich rasch wieder auf den Blonden neben mir. Unwillkürlich fragte ich mich, warum er mir geholfen hatte. Er sah eher so aus, als könnte er mit Otto mithalten und nicht wie jemand, der jedem half. Vielleicht stimmte dieser Eindruck allerdings auch, und das war eine Ausnahme gewesen, denn schon bald darauf sah er verwirrt zu mir und ermahnte mich, nach vorne zu sehen. Ich wagte nicht zu widersprechen. Es reichte schon, dass meine Wangen aufflammten. Immerhin antwortete er mir noch, als ich fragte, wohin es überhaupt ging. Doch schon bald stimmte Otto vorne ein Lied an und wir anderen nahmen es auf. Ich verstand nicht ganz, wer dieser Jude war, über den sie da sangen, aber er musste schlimm sein, wenn man nach dem ging, was ihm in dem Lied angetan wurde. Wie naiv ich damals war. Ich muss jetzt auch Schluss machen. Es gibt gleich Essen. Und danach ist uns kein Licht mehr erlaubt, also werde ich wohl schnell ins Bett müssen. Immerhin verstehe ich, warum es die Regel gibt. Nicht wie früher. Ich will nicht sterben, weißt du. 2. Dezember. Hallo, liebes Tagebuch. Heute ist wieder nicht viel passiert. Ich durfte noch einmal auf den Plan einzeichnen, was ich hier über die Umgebung weiß. Nicht viel zugegebenermaßen, aber ich bin froh über jede Möglichkeit zu helfen. Leider hatte ich heute keine Zeit mit Avery, weil neue Verletzte ankamen. Zwar habe ich mich freiwillig gemeldet, aber sie hatten wohl genug Helfer und ich glaube, sie vertrauen mir entweder nicht oder glauben, jemand könnte mich nicht mögen. Immerhin macht mein Englisch Fortschritte. Ich unterhalte mich gerne mit Mike. Er ist leider blind, aber er erzählt gerne von seiner Heimat und ich erzähle ihm gerne von meiner. Besonders von damals, als alles noch friedlich war. Aber ich wollte dir ja von etwas ganz anderem erzählen, nicht wahr? Ich war bei dem Campingausflug stehen geblieben. Hatte ich das eigentlich erwähnt? Georg hatte gesagt, wir würden zu einem See gehen und dort übernachten. Aber ich wollte dir ja von etwas ganz anderem erzählen, nicht wahr? Ich war bei dem Campingausflug stehen geblieben. Hatte ich das eigentlich erwähnt? Georg hatte gesagt, wir würden zu einem See gehen und dort übernachten. Ich muss sagen, es war schön. Ich mochte ihn, auch wenn er sich an dem Tag oft fern von mir hielt. Wir spielten ein Spiel mit Bändern. Mir ist der Name entfallen, aber der würde dir sowieso wenig sagen. Es ging darum, den anderen ihre Bändchen zu klauen. Jeder hatte eines ums Handgelenk gebunden, und hatte man es verloren, war man tot. Ich überlebte gerade einmal ein paar Minuten. Am Anfang hatte es mit Verstecken ganz gut geklappt. Doch dann hatte mich Otto im Laub gesehen. Bevor ich auch nur etwas machen konnte, hatte er mich umgedreht und mir so fest in den Magen geschlagen, dass ich dachte, ich müsste erbrechen. Dann hat er mich als Feigling beschimpft und mir noch eine Ohrfeige verpasst, bevor er mir das Band abgenommen hatte. Ich war noch nie so geschockt wie da. Noch heute läuft es mir kalt den Rücken herunter, wenn ich an seinen Blick denke. Als hätte ich ihn verraten und müsste nun sterben, weil ich gewagt hatte, Angst zu zeigen. Vielleicht ist meine Erinnerung daran allerdings auch verzerrt. Wenigstens hoffe ich das. Immerhin wurde ich nach dem Vorfall von den anderen ignoriert bis zur nächsten Runde. Überflüssig zu erwähnen, dass ich danach ziemlich zerkratzt war von dem Baum, auf dem ich mich versteckt hatte. Eigentlich wollte ich das weglassen. Nun, wie es aussieht, habe ich keinen Radiergummi. Schade eigentlich. Das Bändchen von damals habe ich übrigens immer noch. Ehrlich gesagt habe ich mich nicht getraut, es zurückzugeben. Dazu tat mein Bauch auch noch ein wenig zu sehr weh. Ganz abgesehen von meiner geschwollenen Wange. Immerhin etwas Sinnvolles lernte ich an diesem Abend jedoch. Feige zu sein wurde in der Jugend nicht akzeptiert. Es konnte aber auch Vorteile bringen. Jedenfalls sah ich das so, als ich neben Georg in meinem ersten eigenhändig aufgebauten Zelt lag. Um ehrlich zu sein, hatte er mir ziemlich geholfen, und wir hatten es nur durch seine Ratschläge so schnell geschafft. Alle anderen brauchten länger. Genau deswegen hatten wir auch noch ein bisschen Zeit bis zum Lagerfeuer, und die nutzte Georg, um mir einen Vortrag zu halten. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr worüber. Ich glaube, es ging darum, dass ich keine Angst zeigen und gehorchen sollte, aber sicher bin ich mir da nicht. Doch eines weiß ich noch ganz sicher. Die meisten waren ebenfalls mit ihren Zelten fertig, als Georg sich zu mir lehnte und mich eindringlich ansah. Seine Augen strahlten so intensiv, mir blieb der Atem weg. Das tiefe Blau schien so besorgt, dass ich ihn am liebsten in die Arme genommen hätte. Doch zugleich konnte ich mich nicht rühren. Erinnerst du dich noch an Frau Bauer? die nette Deutschlehrerin, zu der man immer kommen konnte, wenn man Hilfe brauchte oder ein Problem hatte. Ich konnte nicht antworten, aber er sprach sowieso bereits weiter. Egal, was da draußen gleich passiert oder du hörst. Sie ist eine Jüdin und sie würde niemals jemandem etwas tun. Richtig? Denk immer daran. In Ordnung. Wie in Trance nickte ich. Erleichtert atmete Georg auf. Und auch ich schnappte nach Luft. Vor meinen Augen tanzten einen Moment lang bunte Punkte, dann normalisierte meine Sicht sich. Von draußen steckte ein Junge seinen Kopf ins Zelt. Bis heute weiß ich noch, wie er fragte, ob wir fertig mit Kuscheln seien, und Georg im selben Augenblick aufsprang, um ihm Respekt einzubläuen. Heute weiß ich warum, doch damals war ich geschockt. Möglicherweise hatte er mir damit jedoch das Leben gerettet, denn als ich beschämt aus dem Zelt krabbelte, sprach keiner davon, ob wir gekuschelt oder sonstige Dinge getan hatten, sondern alle feuerten Georg an. Damals war ich verwirrt, ob Otto sie nicht auseinanderbringen konnte oder wollte. Inzwischen frage ich mich nur noch, warum er keine Wette mit Fritz abgeschlossen hatte oder einem der beiden ein Messer zuwarf. Es war die erste Prügelei, die ich in dieser Gemeinschaft erlebte. Genauso wie das erste Lagerfeuer mit abenteuerlichen Geschichten, wie ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Da fand ich es noch spannend, aber spätestens danach konnte ich selber eine solche Geschichte erfinden. Hier eine kurze Anleitung: Man nehme einen Juden oder einen erfundenen Namen, alles geht, solange man nur erwähnt, dass er Jude, schwul oder schwarz ist. Eine Schauergeschichte, Belästigung, Vergewaltigung, Gewalt. Alles abscheuliche ist möglich, solange es glaubhaft ist. Ein Opfer – am besten funktioniert ein hübsches, sitthaftes deutsches Mädchen oder ein unschuldiges deutsches Kind. Eventuell ist das Opfer auch noch arisch und/oder es gibt mehrere. Nun erzählt man das Ganze möglichst glaubhaft und wütend. Wichtig ist, die Geschichten mit Fortgang des Abends immer weiter zu steigern und als Profi auch noch eine Quelle anzugeben. Als Zuhörer ist es entweder leichter oder schwerer. Option 1 ist, sich auf den Hass einzulassen und das Ganze schnell und einfach zu glauben. Option 2 ist etwas schwerer. Man denke an einen Juden, der freundlich zu einem war, am besten auch ein Vorbild mit einer schönen Erinnerung verknüpft. Dann sagt man sich vor, dass das alles gar nicht stimmt und erfunden ist. Wichtig dabei ist jetzt allerdings so zu tun, als hätte man die erste Option gewählt. Warum? Sobald es jemand merkt, bekommt man Ärger, aber so richtig. Und glaub mir, man will in einer geschlossenen Gruppe nicht gegen den Strom schwimmen, besonders wenn man der Neuling ist. Ich war mir bereits sicher, einen kleinen blauen Fleck am Bauch zu bekommen, mehr wollte ich wirklich nicht einstecken. Aber wie gesagt, am ersten Abend war das auch noch kein großes Problem. Ich verstand nicht, warum nur jüdische Verbrechen aufgezählt wurden. Doch als Otto einwarf, diese Untermenschen seien ebenso, hielt mich nur Georgs Blick davon ab, aufzuspringen und zu protestieren. Ich meinte sogar, ihn zufrieden lächeln zu sehen. Vielleicht spielt mir die Erinnerung da aber auch einen Streich. Später in den Schlafsäcken verstand ich, warum Georg davor mit mir gesprochen hatte. Dennoch hatte ich vor, mit den anderen, oder sogar Otto zu reden. Ich nahm es mir ganz fest vor, als ich dort lag und zur Decke sah. Nein, niemals in meinem Leben war ich mehr erschrocken. Bis heute weiß ich nicht, woher Georg es wusste, aber sein Befehl, bloß den Mund zu halten, war einschüchternd genug, um es mich tun zu lassen. Nun, vielleicht auch die Hand an meiner Kehle, bis ich ihm versprochen hatte, uns beide dadurch nicht in Gefahr zu bringen. Manchmal dachte ich, es wäre besser gewesen, er hätte mir nie geraten, an Frau Bauer zu denken. Doch im Nachhinein betrachtet, bin ich froh, dass er mein Leben in Gefahr gebracht hat. Ich will niemals gewissenlos werden. Niemals. Ich muss wieder Schluss machen. Ich höre Avery nebenan und ich denke, ich sollte ihr Waschwasser bringen, bevor es Zeit zum Abendessen wird. Sie klingt fertig. Ich hätte niemals geglaubt, so einem Engel begegnen zu dürfen. Aber genau das ist sie wohl. Jeder hier kennt und liebt sie. Ich wünschte, ich könnte ihr mehr helfen oder zumindest von Georg erzählen. Das würde ihr bestimmt Hoffnung geben. Schade, dass ich es nicht kann. Aber vielleicht kann ich ihr das hier eines Tages zeigen. Gute Nacht, liebes Tagebuch. Ich habe nun wohl Wichtigeres zu tun. Dritter Dezember Guten Morgen, Tagebuch. Ich weiß, auch ich kann morgens wach sein. Manchmal zumindest. Es schneit draußen. Eigentlich schön, würde der Schnee nicht die Kälte mit sich bringen. Und wir haben noch nicht genug warme Decken für alle. Immerhin habe ich schon direkt bei meiner Ankunft gefütterte Stiefel bekommen, aber meine Finger frieren. Ich werde wohl einfach schneller schreiben müssen. Hoffentlich heizt der Ofen schnell ein. Wo war ich stehen geblieben? Ah, das Lagerfeuer. Nun, ich habe dir ja bereits berichtet, was wir da erzählt bekamen. Ich denke nicht, dass irgendjemand Details darüber hören will. Sagen wir daher einfach, ich kam grün und blau geschlagen nach Hause zurück. Ob ich es meinen Eltern gesagt hatte? Natürlich nicht. Ich hatte einstecken müssen, weil ich nicht schnell oder stark genug war und weil ich zu feige war. Wer würde so etwas schon gerne seinen Eltern erzählen? Damals habe ich mir allerdings oft gewünscht, ich würde es mich trauen, nicht weil ich ehrlich zu ihnen sein wollte, sondern einfach damit es aufhörte und ich nicht mehr zu den fast täglichen Treffen musste. Noch nie hatte ich so viel Unsinn gehört wie zu dieser Zeit. Georg brachte mich damals oft nach Hause, wenn wir mal wieder die Perfektion des Staates und seines Anführers und die Unterlegenheit und Wehrlosigkeit gepredigt bekommen hatten. Ich sah damals einen Ausdruck in seinen Augen, den ich nicht ganz verstand. Mein Herz wurde schwerer, wenn ich ihn sah, und ich wollte, dass er wieder fröhlich wurde. Doch ganz verstehen tat ich ihn erst später, als die Jugend längst Pflicht für uns war und sich alles veränderte. Er litt. Ich schreibe später weiter. Das Zimmer ist jetzt warm, aber ich muss Avery helfen. Vielleicht kann sie mir etwas beibringen, damit ich mehr tun kann. Bis dann, Tagebuch. Hallo noch einmal. Avery meinte, sie könnte mir tatsächlich ein wenig zeigen, aber ich würde viel mehr helfen, wenn ich mich weiterhin mit den Menschen unterhalten und Englisch lernen würde. Wir haben auch einen Russen bei uns. Ich weiß jetzt, wie wichtig es ist, die Sprache meiner Freunde zu lernen. Er kann sich nur mit seiner Schwester unterhalten. Ich will niemals nur deswegen einsam sein. Außerdem muss ich es perfekt können. Vielleicht kann ich ja dann mit Avery gehen, wenn alles wieder in Ordnung ist. Aber bis dahin muss ich hiermit auch fertig sein. Also weiter. Georg litt. Warum? konnte ich damals noch nicht ganz erfassen, und dennoch teilte ich das Gefühl. Vielleicht nicht aus dem gleichen Grund wie er, doch mich belastete der Unterricht und was um uns geschah. Es veränderte mich, ebenso wie die Gesellschaft. Immer öfter flüchtete ich vor dem Klang des Radios und des Fernsehers. Ich aß weniger, was meiner Kraft nicht gerade gut tat, meinen Eltern jedoch kaum auffiel, und versank immer tiefer in meine Abscheu vor der Welt und mir, der ich ein Teil davon war, wenn auch nur ein kleiner. Ob ich auch glückliche Momente hatte? Natürlich nur waren sie nun seltener und dadurch auch kostbarer. Es kam mir sehr viel intensiver vor und viel zu kurz. Ich spürte sie, wann auch immer Georg bei mir war oder ich bei ihm. Wir konnten stundenlang reden, malten uns eine andere Welt aus und träumten unseren Traum von Welten, die sein könnten und Orten, die wir gerne sehen würden. Riesigen Seen, wenn über uns die Sterne heulten, und riesige Gebirgen, wenn uns alles zu viel wurde. Kleine Hütten, verborgen im Wald, in denen wir uns verstecken wollten, wenn mal wieder ein Treffen oder ein Ausflug anstand. Aber immer war es Georg, der mich doch wieder heraus hervorriss. Wir mussten uns benehmen. Unauffällig bleiben und brav tun, was man uns sagte, auch wenn es immer mehr und immer schwerer wurde. Meinen Vater sah ich in dieser Zeit selten. Die Erwachsenen schienen sich ebenso zu verändern wie wir. Oder eher gesagt, die anderen Jugendlichen. Sie wurden härter und gereizter. Alle schienen mit geschlossenen Augen zu leben. Nur Georg und ich sahen die Scherben. Das traurige Blau, bis unsere Geschichten es wieder reinwuschen. Es war meine Welt und doch war sie mir so fremd. Ich wollte nur noch weg. Als ich Georg davon erzählte, nahm er mich zuerst nicht ernst, und als er es dann doch tat, war er entsetzt. Diesmal war er für nichts tun und den Kopf in den Sand stecken. Doch ich konnte es nicht mehr. Das erste Mal seit dem Beginn unserer Freundschaft musste ich ihn von etwas überzeugen. Es war mir auch nicht leicht gefallen, mich dafür zu entscheiden, doch ich konnte es einfach nicht mehr. Ich wollte mir nicht irgendwann eine Kugel geben, nur weil die Welt aus Idioten zu bestehen schien. Ich wollte frei sein und endlich leben. Und wenn ich dafür meine Heimat und die Menschen, die mir sagten, es gäbe gesunden Hass, verlassen müsste, dann würde ich das tun. Ich hatte genug davon, nur zu träumen. Die Freiheit rief mich. Ich habe das Gefühl, ich muss immer an den wichtigsten Stellen Schluss machen. Nun ja, ich erzähle dir morgen mehr. Gute Nacht, liebes Tagebuch. 4. Dezember Hallo Tagebuch. Heute ist der Schnee wieder geschmolzen. Es ist zwar immer noch ziemlich kalt, aber heute habe ich etwas Wunderbares bekommen. Es nennt sich Schokolade, aber sie ist ganz anders als die, die ich kenne. Sie wird mit warmer Milch gemacht, deswegen heißt es auch Hot Chocolate. Es schmeckt wunderbar. Avery meinte, die gibt es wegen dem Winterbeginn. Ich liebe sie, aber das sollte ja eigentlich nicht der Inhalt dieses Buches sein, richtig? Bestimmt interessiert dich die Vergangenheit viel mehr. Nun, ich war überzeugt davon, gehen zu müssen. Georg wollte nicht. Er meinte, es wäre zu riskant. Wir sollten lieber hier bleiben und abwarten. Es könne nicht mehr lange dauern. Doch das hatte er bereits so oft gesagt, ich wusste, er machte sich nur Sorgen um mich, also musste ich ihn irgendwie überzeugen. Wir beide sollten glücklich werden, nicht nur ich. Wenn Georg nicht mitkommen würde, ich wagte gar nicht daran zu denken. Trotzdem behauptete ich, ich würde es tun. Egal, was er tun würde, ich wäre bei der nächsten Gelegenheit weg. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass er lachen und mich als Lügner bezeichnen würde. Doch das tat er nicht. Er schien meine Lüge zum ersten Mal nicht zu erkennen. Ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen, als wir uns stumm in die Augen sahen. Ich sah, wie hin- und hergerissen er war. Doch dann kehrte die Entschlossenheit in seine Züge zurück. Seine Augen funkelten wie schon lange nicht mehr. Du wirst nirgendwo alleine hingehen. Verstanden? und wenn du ans ende der welt willst ich bring dich hin ich war gelinde gesagt gerührt noch heute treibt es mir die tränen in die augen aber damals war es einfach nur überwältigend unter normalen umständen wäre es mir bis heute noch peinlich doch damals fiel ich ihm um den hals und versuchte nur noch mein schluchzen zu verbergen ich vermisse ihn verdammt ich vermisse ihn so sehr er kann nicht einfach nicht mehr da sein. Er kann doch nicht einfach gehen, ohne sich zu verabschieden, oder? Das würde er nie tun. Er hat es doch versprochen. Fünfter Dezember Hallo Tagebuch. Verzeih mir wegen gestern. Ich wollte nur, dass er auch glücklich werden konnte, weißt du? Vielleicht hätte ich damals auch hand Vielleicht hätte ich damals anders handeln sollen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Erst einmal muss ich dir erzählen, was weiter geschah. Ich hatte Georg also für mein Vorhaben gewonnen. Wir wollten gehen. Das Problem nun war eigentlich ziemlich simpel: Es durfte niemand mitbekommen. Ich weiß, das ist normalerweise ziemlich schwer, aber wir hatten Glück. Von der Jugend hatten Georg und ich Schlafsäcke. Auf ein Zelt wollten wir wegen dem Gewicht sowieso verzichten, also war unser Gepäck jeweils ein Rucksack und etwas Militärration, wie wir sie bei einem Spiel der Jugend einmal bekommen hatten. Ja, es war sehr schwer an genug für ein paar Tage heranzukommen, und sie war nicht gerade lecker, aber das musste reichen. Ansonsten hatten wir sowieso das Glück von der Jugend bestens auf Militäraktionen und damit auch lange Märsche vorbereitet zu sein. Tarnung war mein Spezialgebiet und so mussten wir uns eigentlich nur noch unbemerkt davon stehlen. Zugegebenermaßen hatte ich den geringen Anteil an Vorbereitung übernommen und lediglich meine kleine Plattensammlung zum Tauschen zur Verfügung gestellt. Doch die letzte Idee stammte von mir. Wir mussten lediglich nach einem Alarm unbemerkt aus der Stadt kommen. Die meisten blieben sicherheitshalber sowieso noch ein kleines bisschen unter der Erde. Aber das Risiko eines verspäteten Treffers mussten wir wohl in Kauf nehmen. Ja, es gehört sich nicht, sich darüber zu freuen, aber tatsächlich gab es bald darauf einen Bombenangriff. Wir hatten mit einer deutlich längeren Wartezeit gerechnet, dann wäre es allerdings noch kälter gewesen. Außerdem hörten wir, wie ein Gebäude getroffen wurde. Natürlich war das traurig, aber es würde ewig dauern, herauszufinden, ob wir nicht darin gewesen wären, wenn man uns vermissen würde. Abgesehen davon war es das Haus eines Offiziers des Totenkopfbataillons gewesen, von denen ich einmal gehört hatte, sie wären besonders gegen die Juden und an deren Verschwinden beteiligt. Wir waren also nicht besonders traurig, als wir in den Wald rannten, auch wenn wir wussten, dass wir unsere Mütter zurückließen. Sie würden uns für tot halten, und ehrlich gesagt wäre das vielleicht auch ganz gut, im schlimmsten Fall sogar die Wahrheit. Würde man uns finden, würde man uns wohl entweder für Deserteure oder Juden halten, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was schlimmer gewesen wäre. Allerdings hatten wir Glück. Mehr Glück als Verstand, würde ich sagen. Einmal schliefen wir in einer Kuhle im Waldboden, es hatte lange nicht geregnet und wir hatten einen Schlafsack unter uns ausgebreitet und einen als Decke benutzt. Es war eine der kältesten Nächte, deswegen hatten wir zusätzlich noch Laub über uns geschichtet. Eng aneinander gekuschelt wollten wir uns so noch ein bisschen mehr wärmen, als wir Stimmen hörten. Sofort drückte Georg mich tiefer in den Schlafsack und rutschte nach, bis nichts von uns mehr herauslugte. Es war noch enger, stickiger und unbequemer aber es war wenigstens warm und rettete uns das leben es waren verstreute soldaten auf der suche nach ihrer einheit wir wussten nicht was sie hier taten doch das wussten sie vermutlich ebenso wenig immerhin waren sie schnell wieder weg ich wollte auftauchen um frische luft atmen zu können doch bevor ich mich bewegen konnte schlang georg einen arm um meine taille und zog mich eng an sich erschrocken keuchte ich auf doch als hätte er das geahnt, lag bereits eine Hand auf meinem Mund. Stumm sah ich in die Finsternis. Einzelne Schritte gingen nun ein paar Meter von uns entfernt vorbei. Georgs Hand presste sich noch etwas stärker auf meinen Mund. Minutenlang lagen wir nur da und warteten. Dann ließ Georg mich langsam los und ich zog mich ein wenig höher. Niemand war zu sehen. Dennoch verbrachten wir fast die ganze Nacht ängstlich im Schlafsack vergraben. Ich muss gestehen, auch wenn mir die Umstände ganz und gar nicht gefallen haben, inzwischen vermisse ich fast jede Nacht Georgs beruhigende Wärme. Seinen regelmäßigen Atem, wenn ich nachts doch einmal aufwache und nicht weiß, ob ich im Wald oder in einem Bett bin. Den Arm, den er nach dieser Nacht meistens irgendwann im Schlaf um meine Taille schlang und mich dabei fast zu Tode erschreckte. Ich weiß nicht, wie lange wir eigentlich unterwegs waren, nur dass es immer kälter wurde und wir uns immer öfter vor Soldaten verstecken mussten. Schließlich zogen wir nur noch nachts weiter, bevor wir uns ein Versteck suchten und hofften, nicht entdeckt zu werden. Hatte ich schon erwähnt, dass wir mehr Glück als Verstand hatten? Eigentlich wussten wir nicht einmal, wo wir waren, nur wie vielen Soldatenlagern wir ausweichen mussten, und wo man diese normalerweise positionierte. Wir mussten also nahe an einem eigentlichen Kampfgebiet sein. Ab und an hörten wir auch Flugzeuge oder Panzer, aber wir hielten uns so abseits wie möglich. Georg meinte, er wisse, wo wir seien, und es dürfte nicht mehr weit zu den Engländern und Amerikanern sein, aber ich war mir da nicht so sicher. Ehrlich gesagt hatten wir bereits seit zwei Tagen nicht mehr genug zu essen, und ich stolperte eher neben ihm her, als ich ging. Nun, das war es auch für heute. Ich erzähle morgen weiter. Avery meint, morgen ist Nikolaus, und ich dürfe mir eine Kleinigkeit wünschen. Also habe ich mir Schokolade gewünscht. Sie hat gelacht, aber ich glaube, ich bekomme tatsächlich welche. Viel lieber hätte ich allerdings etwas ganz anderes. Ich wünsche mir, dass es Georg gut geht. Wo immer er ist, ich hoffe, er kommt zurecht. Ich vermisse ihn viel zu sehr. Ich glaube, er würde Avery mögen. Und Mike, der mir immer von seiner Heimat erzählt. Was er sich wohl zum Nikolaus wünschen würde? 6. Dezember. Guten Morgen, Tagebuch. Wenn ich so weitermache, wird das noch zur Gewohnheit. Gruselig. Heute ist dieses Nikolaus und draußen ist schon viel los. Offensichtlich haben wir Neuankömmlinge. Avery schläft noch also scheinen es immerhin keine Verwundeten zu sein. Mal sehen, ob ich später Zeit habe, rüberzugehen. Nun, du fragst dich bestimmt schon, wie es weiterging, nicht wahr? Ich stolperte neben Georg her. Auf meiner Zunge lag noch immer der brackige Geschmack des Wassers, das wir aus einem Bach getrunken hatten. Ich fühlte mich elend. Wäre Georg nicht da, der noch immer neben mir herstapfte, hätte ich mich schon längst in irgendeinem Erdloch zusammengerollt. Außerdem trug er fast unsere gesamte Ausrüstung. Ich fantasierte schon über unser nächstes Nachtlager und ein reiches Abendessen. Wurstbrot wäre toll. Gut, man sollte ja nicht zu viel verlangen, ich wäre auch mit Brot zufrieden gewesen. Jedenfalls riss mich ein lauter Knall aus meinen Gedanken. Erst konnte ich nichts mit dem Geräusch anfangen. Dann bemerkte ich Georg, der neben mir stehen geblieben war, und zurücksah. Ich wünschte, ich hätte mich geirrt. Dort stand ein Soldat. Er hatte eine Pistole auf uns gerichtet. Hilflos sah ich zu Georg auf. Ich weiß noch, wie er meinen Blick erwiderte. Es gab für ihn keine andere Entscheidung. Ich sah, wie leid es ihm tat, aber er bereute es nicht. Lautlos bewegte er die Lippen. Renn. Der Soldat rief etwas. Ich weiß nicht was. Ich hörte nicht hin. Ich befolgte den Befehl der einzigen Person, von der ich einen entgegengenommen hätte. Ich rannte. Hinter mir konnte ich hören, wie Georg mir folgte. Unsere Schritte wirbelten knisternd Laub auf. Dann hörte ich erneut diesen schrecklichen Knall. Mein Herz schlug panisch und füllte meine Ohren mit dem Pochen meines Pulses. Laub raschelte. Dann hörte ich nur noch meine eigenen Schritte. Irgendwann realisierte ich, dass es vorbei war. Der Schütze musste längst hinter mir liegen, doch ich sah nicht zurück. Zu groß war die Angst, ihn wiederzusehen. Oder noch schlimmer, Georg. Tränen stiegen mir in die Augen, während ich nur noch versuchte, Bäumen auszuweichen. Ich hörte Rufe, trotzdem lief ich weiter. Meine Lunge brannte und mein Gesicht war tränennass, als ich endlich langsamer wurde. Ich konnte kaum noch etwas erkennen, trotzdem wusste ich, dass ich gegen keinen Baum gerannt war dafür war es zu weich und in rauen Stoff gehüllt. Eine Uniform. Ich musste zusammengebrochen sein. Jedenfalls wachte ich in einem Bett wieder auf. Mein Rucksack lehnte neben mir. Ich wusste bereits, dass er durchsucht worden war. Trotzdem war ich verwirrt, ihn noch zu haben. Verwundert setzte ich mich auf. Mir schien es gut zu gehen. Aber um mich herum wuselten etliche Menschen mit einer Binde, mit dem roten Kreuz oder in Uniformen herum. Ich kannte sie. Sie waren selten im Fernsehen zu sehen gewesen. Zumindest, wenn ich zusah. Aber das hier waren amerikanische Uniformen. Dann kam eine junge Frau zu mir. Ehrlich gesagt war ich mir nicht ganz sicher, ob sie überhaupt schon 18 war. Wie ich heute weiß, war sie es auch erst seit einem halben Jahr. Jedenfalls drückte sie mich sanft zurück in die Kissen und machte mich mit den Regeln der Krankenstation vertraut. Gut, sie versuchte es, denn ich bombardierte sie mit Fragen nach Georg. Sie hatte ihre liebe Mühe mit mir, bis ein Sanitäter ihr half. Mit deutlicher Verwarnung hielt ich schließlich tatsächlich still. Ich kann mir vorstellen, nicht gerade Averys dankbarster Patient gewesen zu sein. Aber nachdem sie mich wieder auf ein akzeptables Gewicht aufgepeppelt hatte, Durfte ich mich tatsächlich frei bewegen. Natürlich erst nach einer Befragung und nachdem ich das wenige, das mir noch eingefallen war, mitgeteilt hatte. Man konnte wirklich nicht sagen, dass ich nicht liebevoll um mich gekümmert wurde. Dennoch konnte ich nicht einfach, dennoch konnte ich einfach nicht von meiner Vergangenheit erzählen. Noch am Anfang bekam ich Weinanfälle und konnte Ewigkeiten nur schluchzen, während mich alle verwirrt ansahen bis ich dann einfach schwieg und zuließ, dass der Schmerz mich übernahm. Ich glaube, warum mich alle so nett behandeln, ist vor allem meinem Alter und meinem kleinen oder eher zierlichen Körper geschuldet. Außerdem könnte ich niemals jemandem wehtun. Leider wird das in dieser Zeit nicht wirklich geschätzt. Eigentlich traurig, nicht wahr? Ich würde so gerne helfen. Diese Menschen haben mich aufgenommen. Ich will nicht nur eine Last für sie sein. Mal sehen. Vielleicht kann ich das ja tatsächlich noch. Immerhin hat Avery gesagt, sie kann mir etwas beibringen. Ich muss jetzt aber auch los. Die Frühstücksvorbereitungen beginnen und ich will unbedingt wissen, was dort draußen los ist. Ich schreibe heute Abend weiter. Hallo, Tagebuch. Ich weiß, es ist noch gar nicht Abend, aber das muss ich dir jetzt einfach erzählen. Ich hatte dir doch von dem Lärm draußen geschrieben. Gleich nachdem alle zu essen bekommen hatten, bin ich rüber. Du wirst nicht glauben, was da los war. Sie hatten einen feindlichen Soldaten gefangen genommen. Ich habe ihn sofort wiedererkannt. Es war der Mann, der auf mich und Georg geschossen hatte. Der Kommandant meinte, er wird hingerichtet, sobald sie ihn befragt haben. Anscheinend gehört er zu dieser Totenkopfbataillon, der SS. Anscheinend sind sie noch schlimmer, als ich gehört hatte. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sie haben Georg gefunden. Anscheinend haben die Schlafsäcke der Kugel den größten Teil ihrer Wucht genommen, und sie hat ihn nicht so schwer verletzt. Er ist einem amerikanischen Soldaten in die Schusslinie gelaufen und zusammengebrochen. Sie haben ihn wohl einigermaßen zusammengeflickt. Er kam mit dem nächsten Jeep hierher. Ich kann es immer noch nicht glauben. Georg liegt in meinem Bett, fast unversehrt und an meinen Pulli gekuschelt. Ich wusste nicht einmal, dass er süß aussehen kann, aber wie er da so liegt, halb betäubt von den Schmerzmitteln, mit einer Bandage am Bauch und mit meinem Pulli an sich gedrückt, so schafft er es tatsächlich. Er wird wohl bald aufwachen, und dann zeige ich ihm diese Schokolade, die so schön auf meinem Tisch vor sich hindampft. Ich kann ihm Englisch beibringen, und mit etwas Glück dürfen wir nach Amerika oder England. Mein Leben ist wundervoll. Auch wenn die Front keine zehn Kilometer entfernt ist, fühle ich mich sicher und frei wie schon lange nicht mehr. Müsste ich es noch einmal entscheiden, ich würde wieder aus meinem Dorf weglaufen. Zurück will ich nicht mehr. Nach dem, was ich heute von den Soldaten gehört habe, könnte ich nicht beruhigt in meine Stadt zurückkehren und neu anfangen. Otto und die anderen bedienen vielleicht bereits Flag und schießen auf die Nation, in deren Soldaten ich Freunde gefunden habe. Und deren Ziele ich verstehe. Ich bin erst 16, aber ich will niemals wieder zurück. Ich will meinen Weg gehen, mit Georg an meiner Seite. Allein für einen Tag zusammen in Freiheit hat sich alles gelohnt. Und müsste ich im nächsten Herzschlag sterben, weil ich hier bin, so wäre das okay. Allein für diesen Moment. Das versteckte Grinsen auf Georgs Gesicht, sein Versuch, ruhig weiterzuatmen, die halboffenen Augen, durch deren Wimpern mich seine blauen Augen beobachten. Dieser hübsche Kopf, der bald vor Spannung platzt, weil er endlich wissen will, was ich hier tue, mich aber auch nicht stören will. Georg. Ein weiterer Grund vor den Nazis zu fliehen. Nieder mit dem Hass. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Tut mir einen Gefallen und lasst der, der lieben Isi, der Autorin dieser tollen Geschichte, doch gerne ein paar nette Kommentare da. Und schreibt mir auch sehr gerne, ob ihr so eine Art Geschichte lieber öfter, ob ihr so eine Art Geschichte auch gerne mal hören wollt. Also Geschichten, die halt absolut nichts mit Harry Potter zu tun haben, sondern eben zum Beispiel wie diese ein komplett anderes Thema behandeln. Egal ob Kurzgeschichte oder längeres Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Nanook.